Du Gast, herzlich willkommen. Freut mich. Du siehst fantastisch aus. Danke dir. Aber das haben dir wahrscheinlich in deinem Leben so viele Leute gesagt, aber glaube mir, es kommt von Herzen. Mal mehr oder weniger, aber man freut sich immer wieder. Das ist wahr. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Du siehst auch sehr glücklich aus. Zufrieden. Auf so einer Skala von 1 bis 10. 10 ist absolute Zufriedenheit in dieser Phase deines Lebens. Ja. Wo bist du? 7 bis 8. Also ist noch Luft nach oben nach wie vor. Ja, das ist aber das Schöne dran. Ja, es muss, glaube ich, auch sein. Ich glaube, wenn man einmal richtig angekommen ist, fragt man sich auch, was dann kommt, oder? Nein, es geht auch gar nicht. Glück sein ist auch immer für mich eine Sache, ist eine Sekundensache. Du kannst nicht permanent glücklich sein. Sondern es gibt, auch nicht. Sind sowieso so, wow, ja, so Strahleffekte, wo ich sage, wow, ist das alles toll. Ja, und es kommt ja auch nicht so oft. Was waren in den letzten 365 Tagen dein Strahlmoment? Was war so am tollsten? Was ist doll in Erinnerung geblieben? Eigentlich sind es immer so Kleinigkeiten. Es ist nichts mit Arbeit zu tun, sondern einfach, wenn du mal irgendwo draußen bist und dann siehst du auf einmal irgendwie, wie so die Sonne so zwischen den Bäumen, den Blättern durchgeht und dann tolle Luft und dann, wow, schön. Da hat man ja in Bayern auch viel von. Ne? Da gibt es ja sehr viele schöne Plätze. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, das muss an der Stelle gesagt sein. Gibt es einen Platz, der dein Herz öffnet? Schwer zu sagen. Es gibt Plätze, die das Herz öffnen, weil sie wunderschön sind. Ja, wenn du zum Beispiel in Nepal bist, wenn du unterwegs bist. Und dann gibt es Plätze, die das Herz öffnen, weil du tolle Menschen kennenlernst. Ja, und ich bin ja sehr viel durch die Entwicklungszusammenarbeit, war ich jahrelang in den ganzen Flüchtlingslagern überall unterwegs gewesen. Afrika, überall Asien. Was es gibt in manchmal sogar 2-3 Mal in den größten Flüchtlingslagern, wie Zaatari oder Dadaab. Aber da hat man auch so Momente, wenn die Kinder auf einen zukommen und die lachen und die strahlen einen an und freuen sich, dass sie einen sehen, obwohl man weiß, wie viel Elend das sie haben. Ja. Das sind auch, obwohl es Elend ist, Glücksmomente dabei. Und du bist an diesen Orten, für viele Deutsche ist das ja nur etwas, was ganz weit weg ist, nicht mehr in der eigenen Realität. Was nimmst du aus diesen Besuchen mit? Unwahrscheinlich viel. Ich habe ja auch mit der Politik aufgehört. Meine Entscheidung aufzuhören war auch, dass ich mich mehr hier engagieren kann. Ich bin ja auch heute noch im Vorstand von UNICEF oder Deutschland hilft oder HALP. Also in vielen Organisationen tätig. Und dieses Karitative gibt einem viel, viel mehr zurück, als was man selbst gibt. Damals hieß es ja, du hörst auf wegen Höhle der Löwen. Nein, das wusste ich damals überhaupt noch nicht. Ah, das wusste ich überhaupt nicht. Das steht fast überall, ne? Wenn man nicht recherchiert. Ja, so aber nee. Ich habe 2 Jahre, bevor die Legislaturperiode zu Ende war, habe ich nicht allein, sondern es war eine Entscheidung vieler. Das war die Entscheidung der Familie, die hat mitgesprochen. Es war die Entscheidung meines Teams im Büro, die mich seit vielen, vielen Jahren begleitet haben. Die mussten sich auch umstellen. Ja. Dann neuer Chef oder neue Chefin. Wo gehe ich dann hin, wenn Dagmar Wöll hier aufhört, obwohl ich schon 15, 20 Jahre bei ihr bin? Mhm. Also es war die Entscheidung vieler. Und dann haben wir gesagt, gut, ich habe dann gesagt, ich höre auf, ich will was Neues machen, will mich mehr auf meine sozialen Bereiche konzentrieren. Und die Legislaturperiode war zu Ende und dann kam erst die Anfrage. Wie war denn das, die Nacht, bevor du den Leuten, deinem Team gesagt hast, ich höre auf? War die leicht oder schwer? Nein, war furchtbar schwer. Es war furchtbar schwer. Aber ich habe mir diesen langen Vorlauf genommen, weil es für mich ganz, ganz wichtig war, dass ich die alle toll unterbringe. Weil viele hören ja sehr abrupt auf oder werden nicht mehr hineingewählt, ja, aufgrund schlechter Wahlergebnisse. Und dann ist natürlich, das Team steht da. Meistens sind keine Plätze frei, wo sie dann anfangen können bei anderen Abgeordneten und so. Das ist dann für die eine schwere Zeit. Aber toi, 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 bei mir ist alles toll untergekommen. Sind alle happy. Wunderbar. Und die natürlich haben sie nicht so eine tolle Chefin wie vorher, das ist ganz klar. Vor allem nicht so eine bescheidene. Nee. Die Anfrage für die Löwen, kam die überraschend für dich oder hattest du vorher schon was munkeln hören? Nein, die kam total überraschend. Es war eine Vermittlungsperson. Eine Vermittlungsperson hat mich angefragt, ob ich denn Interesse hätte. Und die war aus unserem Bekanntenkreis gewesen. Sie hat eigentlich sonst nichts mit der Höhle der Löwen zu tun, aber ist anscheinend gefragt worden, es bei mir anzufragen. Aber auch da haben wir erstmal das besprochen, weil es geht ja nicht nur so, dass du einfach in einer Sendung sitzt, wie in der Jury und hältst die Nummern hoch, wie beim Eiskunstlauf und toll, sondern du investierst ja. Viel Geld. Du investierst Geld
der Familie, des familieneigenen Unternehmens. Und man muss natürlich sagen, ich bin ja nicht verkabelt mit meiner Familie. Also meine Familie muss ja eigentlich das akzeptieren, was ich entscheide. Und aber das ist manchmal nicht so einfach. Habt ihr vorher, vor dem ersten Drehtag, gesagt, okay, aber maximal nur so und so und wir wollen die und die Sachen, finden wir gut für uns? Oder hast du gesagt, ich mache das jetzt mal alleine? Wir hatten ja schon eine Investmentfirma. Also wir haben schon sehr viel mit Startups zusammengearbeitet oder arbeiten mit Startups zusammen. Also die Intro Invest ist eine Firma, wo bei vielen, vielen Startups beteiligt ist, in unterschiedlichster Art und Weise. Also es ist nichts Neues für uns. Sehr gut. Was neu ist, natürlich, ist, wenn heute ein Startup zu uns normal kommt, haben wir Zeit. Wir lernen einen Gründer persönlich kennen, der zeigt seinen Businessplan. Du hast Wochen Zeit, bevor dich irgendwo entscheidest. Und hier sollst du innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden, wie normalerweise ein Pitch dauert, der wird dann zusammengeschnitten auf 12 Minuten. Also, wir haben schon ein bisschen länger Zeit als 12 Minuten. Glücklicherweise. Ja, aber doch nur 1,5, 2 Stunden. Und da sollst du auf einmal entscheiden, ist der sympathisch, ist das ein Ordner, ist das ein Macher, ja, ist das ein Unternehmer? Wie ist seine Idee? Ist da ein Markt dafür vorhanden? Wie passt der zu euch? Passt der zu uns? Ist eine Harmonie da? Krass. Passt so, ja. Ganz, ganz wichtig. Weil manchmal kommen Gründer rein und dann weißt du, das geht gar nicht. Es ist komisch, ne? Das ja. ist entweder aber wie charmant oder gleich lächelst du das fast gar nicht. Nee. Man kann auch charmant Nein sagen. Muss man, glaube ich auch. Nee. Bares für Rares kennst du auch, ne? Die Sendung? Ja, aber ich hab's gehört. Aber ich muss dazu sagen, ich hab's einmal durchgezwischt, aber nicht gesehen. Das ist ja ein wenig ähnlich. Dort kommt ja jemand und verkauft eine Antiquität an eben 5, sagen wir mal auch Löwen in dem Fall, die dann halt, die versuchen sich aber gegenseitig zu überbieten, ähnlich wie bei euch. Also es gibt so Ähnlichkeiten und sie sind ja beides unglaublich erfolgreiche Formate. Mhm. Auch die Höhle der Löwen ist über die Jahre immer mehr gewachsen, unglaubliche Fans dabei. Bist du da glücklich dabei zu sein oder ist das trotz allem eher eine Herausforderung? Also es ist eine Herausforderung, weil es ist anstrengend. Also ist sehr, sehr anstrengend. Es ist mal, Punkt 1 ist anstrengend, dass du weißt, okay, interessierst du dich für dieses Produkt? Ist es was Innovatives? Hat es einen Mehrwert für jemanden? Und dann entscheidest du dich, du willst investieren, aber da sitzt neben dir noch ein Löwe und da sitzt noch eine Löwin und auf einmal wollen die auch investieren. Und jetzt dreht sich dieses ganze Blatt. Also es ist nicht mehr so, dass der Gründer jetzt um uns kämpft, sondern wir kämpfen um den Gründer. Und das ist natürlich eine neue Erfahrung für mich gewesen. Und das kannte ich vorher nicht. Mit wem streitest du da in Anführungsstrichen am liebsten mit den Löwen? Also den größten Wettbewerb hinsichtlich Produkte habe ich eigentlich immer mit dem Ralf. Mhm. Weil wir dann immer auf ähnliche Produkte auch fixiert sind. Aber das ist immer ein fairer Wettbewerb und dann haben wir ganz schnell wieder vergessen. Aber wenn da jetzt ein Produkt reinkommt und du weißt, oh, das ist nichts für mich, dann 1,5 Stunden da sitzen und wissen, das ist nichts für mich? Ja gut, aber es ist ja auch spannend. Ah gut. Ja, man will ja auch herauslocken, wie ist jetzt der Gründer oder die Gründerin zu dieser Idee gekommen und wie hat es sich entwickelt, was will er überhaupt von einem Löwen und wie hat die Finanzierung stattgefunden? Es gibt viel zu lernen. Ja, ja. Und meinst du, dieses Format hat dazu beigetragen, dass noch mehr Leute sich trauen zu gründen? Auf jeden Fall. Ist das nicht schön? Auf jeden Fall. Unsere Gründerkultur ist nicht die beste in Deutschland. Hm. Leider, leider. Es sind viele Hemmnisse. Wollen wir es nicht alle durchspielen. Politik ist auch viel schuld dran. Wagniskapital, Venture Capital, vieles auch sonst könnte viel, viel besser sein. Hm. Das wissen wir. Aber es gibt so diese Selbstständigkeit, diesen Gründertum, so ein Gesicht. Und es läuft ja jetzt schon die 6. Staffel. Und jetzt kommen schon Gründer rein, die sagen, sie sind ein Gründer geworden, weil sie die Sendung gesehen haben. Das ist Wahnsinn, ne? Das habe ich jetzt schon 2-mal erlebt. Toll. Ja. Du hast da auch ganz, ganz viele tolle Pitches auch miterlebt. Einer war besonders herzzerreißend, oder? Ja. Remote, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Und jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir die medizinische Zulassung erhalten dieses Jahr. Wahnsinn. Erklär kurz, was kann dieses Gerät? Eine Mutter, der ihre Tochter, als sie schwanger war, als sie noch im Körper der Mutter war, hat einen Schlaganfall bekommen. Wahnsinn. Und die Mutter hat es am Anfang gar nicht verstanden, was überhaupt los ist, warum ihr Kind immer wieder umfällt und was da anders ist. Und das Kind war, glaube ich, schon 2, 3 Jahre alt, bis dann festgestellt worden ist, dass ein Schlaganfall gehabt hat. Und die Mutter im Mutterleib, hat, ne? Ja, und wie geht die, das? Ich weiß, und wie die das erzählt hat, das war, und dann hat die mich aufgegeben, die Mutter. Hat gesagt, sie möchte, dass ihre Tochter aufrecht durchs Leben gehen kann.
Und dann hat sie gebastelt, erst aus einer Pumpe von einem Aquarium heraus, das immer wie sowieso so kleine Schläge. Also wenn die Tochter sich falsch bewegt hat, dann hat sie immer irgendwie sowieso einen kleinen Schlag bekommen. Und dann hat sie sich automatisch, weiß, jetzt ist sie falsch, jetzt muss sie sich anders in andere Richtung gehen. Und heute reist sie um die Welt alleine. Toll. Also sie war vor kurzem bei uns auch, wir machen immer so Gründerworkshops, da war sie auch da gewesen mit einem riesen Koffer und hat gesagt, es war Mitternacht zum Bahnhof laufen, habe ich gesagt, ich fahre dich doch, nein, sie möchte nicht, sie möchte jetzt laufen, mit dem großen Koffer läuft sie dann alleine los, gut, man sieht es noch ein bisschen, aber nicht mehr sehr stark, toll. Und wenn man mit so einem Gerät so vielen Menschen, anderen Menschen helfen kann, es ist einfach eine tolle Geschichte. Wir haben lange gebraucht mit der medizinischen Zulassung, das ist halt leider nicht so einfach. Aber jetzt ist zugelassen und jetzt geht's auf den Markt. Jetzt könnt ihr mit der Geschichte die Welt verbessern. Ich finde das Wahnsinn. Schön, ne? Das ist unglaublich schön. Das ist so schön. Aber diese Mutter, wenn sie mal was Mutterliebe ausmachen kann, ne? Super. Auch in den sozialen Netzwerken waren die Reaktionen Wahnsinn. Mhm. Also ihr habt die Leute viel zum Weinen gebracht. Ja. Ich denke, es war auch ein ganz besonderer Moment. Ich habe auch gewarnt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, mein Gott, alles so. Aber es war so herzerreißend und so lieb, wie sie da gestanden ist und wie sie gekämpft hat für ihre Tochter. Wahnsinn. Wie viele Jahre könntest du dir vorstellen, die Löwen noch zu machen? Weiß ich nicht. Es liegt ja nicht nur an mir, ja, dass ich sage, ich möchte es machen, sondern es muss ja auch der Sender dazu bereit sein, es muss Sony dazu bereit sein. Und wenn die Zeit wieder da ist, dann werden wir es wieder entscheiden. Also mir macht sehr viel Freude, die Sendung zu machen. Oder ist das vielleicht auch eine finanzielle Frage, dass sie sagt, okay, wir sind gerade sehr gut aufgestellt, wir haben auch, weil du ja auch gesagt hast, ihr unterstützt auch so Startups, dass sie sagt, wir sind gerade gut genug aufgestellt, wir setzen mal ein Jahr aus. Ist das eine Variante? Ja, haben wir jetzt noch nicht drüber diskutiert. Manchmal bekommt man natürlich schon ein bisschen auch einen Frust, weil es ist nicht jeder Gründer so optimal, wie man es sich gerne hätte, muss man ganz offen und ehrlich auch sagen. Aber dann sind immer wieder Gründer da, die sind einfach klasse. Mit denen macht es so Spaß, zusammen zu sein. Was sind deine drei absoluten Tipps, wenn man als Gründer bei der Höhle der Löwen auftreten darf? Die drei absoluten Tipps. Authentisch sein, also als Person. Ich würde vielleicht natürlich eine gute Idee, innovative Idee und ein super Team. Klingt eigentlich nicht schwer, aber ist schwer, ne? Ja, ist sehr schwer. Vor allem allein innovative Idee brauchst du natürlich etwas, wo du jemandem Mehrwert gibst. Der muss der Markt dafür vorhanden sein. Ja, der muss eine gewisse Marktreife auch haben und kommt eine ganze Produktion natürlich dazu. Wo lässt du produzieren? Zu welchem Preis lässt du produzieren? Wie schauen deine Mitwettbewerber aus? Hast du einen Patentschutz? Hast du ein Gebrauchsmuster? Und Team. Team ist ein ganz großes Problem. Würdest du als Gründerin zur Höhle der Löwen gehen? Ja, da bräuchte ich erstmal eine tolle Idee. Ne? Ich hatte mal vor kurzem eine tolle Idee und da habe ich meiner Freundin gesagt, Mensch, das wäre doch etwas, das wäre doch ganz super. Und dann hat sie gesagt, du, das ist letzte Woche im Fernsehen vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich geträumt heute Nacht davon. Das gibt es doch nicht. Ich habe gesagt, das ist meine Idee. Plötzlich gab es ganz viele Gründershows, ne? Ja. Ihr habt das ein bisschen losgetreten. Ja, Höhle der Löwen war die erste und dann kommen viele natürlich nach. Genau. Aber es ist nicht eingeholt worden. Nee, weit nicht. Du hast das Bundesverdienstkreuz erhalten? Und das Bayerische Verdienstkreuz. Obwohl man eigentlich mehr stolz ist als das Bayerische Verdienstkreuz. Glaube ich. Das ist schwerer zu kriegen, sage ich immer. Gibt es nur so und so viel. Ah, okay. Ja. Wofür? Für soziale Engagement. Also für meinen Bereich, was ich mit meiner Stiftung auch mache, mit der Emmanuel World Stiftung, was über viele Jahre hinweg hier angestoßen habe und auch im Tierschutz. Die Emmanuel-Wörl-Stiftung setzt sich für benachteiligte Kinder ein. Das ist ein sehr trauriger Anlass, dass diese Stiftung entstanden ist. Ich glaube, auch nach sehr, sehr vielen Jahren nichts, worüber man gerne spricht. Aber die Arbeit der Stiftung, die du da machen kannst, gibt es da eine Geschichte, bei der du sagst, da sind wir besonders stolz drauf oder ist es einfach flächendeckend ein wunderbares Erlebnis? Man hat natürlich seine Lieblingsprojekte. Mein Lieblingsprojekt liegt zum Beispiel, wir haben das Emmanuel Center in Kenia. Und da handelt es sich hauptsächlich um Kinder, deren Eltern an AIDS verstorben sind. Aber ich habe da nicht nur die Kinder, sondern auch die Großmütter. Ach schön. Also die erscheinen dann immer im Sender. Die haben dann immer meistens die kleinen Kinder auf dem Arm, wenn sie noch ganz klein sind. Und die Eltern sind dann meistens auch weggestorben an AIDS. Und hier geht es darum, den Kindern halt eine Zukunft zu geben. Ne? Die werden ausgebildet, sie kommen in die Schule. Aber wichtig ist, dass sie nicht in der Schule sind und nachher unvorbereitet ins Leben geschickt werden, sondern dass sie auch eine Ausbildung nachher bekommen. Dass sie richtig sagen können, so und jetzt kann ich selbstständig sein.
Das ist wunderbar, was du machst. Ja, schön. Und die freuen sich immer so, wenn ich komme. Und die strahlen. Und das ist so schön. Das ist so schön. Ist das bei CSU-Mitgliedern auch so, wenn du da bist? Strahlen die auch? Freuen die sich auch? Ja, mal solche, mal solche. Hättest du denn Lust, jetzt wieder noch richtig in die Politik einzusteigen? Oder ist dein Leben gerade so, dass du sagst, es ist eigentlich alles super? Alles hat seine Zeit. Und die ist abgeschlossen? Ich will immer ein politischer Mensch sein. Also ich werde auch meine politisch denkende Unternehmerin sein. Ja. Dafür war ich auch zu lange in der Politik. 23 Jahre Deutscher Bundestag. 4 Jahre in der Kommunalpolitik, obwohl ich da nicht hin wollte. Ja? Also ich war keine Schülerunion, aber keine junge Union, sondern also eine normale Anwältin, in Anführungsstriche. Ich war eine gute Anwältin, sagt mein Mann immer, aber gut. Aber nein, alles hat seine Zeit. Ich bin auch weiterhin politisch mit aktiv. Also ich unterstütze auch im Europawahlkampf. Ich habe unterstützt im Europawahlkampf und auch die anderen Wahlkämpfe, die kommen. Du hast aber auch zum Start deiner politischen Karriere oder nicht weit danach schon mal ein paar Mauern eingerissen, ne? Ja, gut, als ich gewählt worden bin in den Deutschen Bundestag, das war ja damals noch Bonn, war ja noch zu Kohlzeiten, war es so, dann kamst du hin und dann durftest du so einen Zettel ausfüllen, für was für Ausschüsse du dich denn interessierst. Ich musste zu, ich war so ein Seiteneinsteiger, also kein Parteigewächs. Dann habe ich natürlich, kam aus der Wirtschaft, Wirtschaftsausschuss angekreuzt. Geht gar nicht, hat es dann geheißen. Was ich denn mir einbiete, hat zwar keiner gesagt, aber es geht nicht. Ja, ich wäre eine Frau. Ja, und als Frau gehe ich entweder in den Familienausschuss oder in den Gesundheitsausschuss. Also, das mache ich nicht. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch auf mich. Na, ich habe gesagt, das mache ich nicht, das bin ich nicht. Und ich will meine Erfahrungswerte mit einbringen, weil ich habe damals in meiner Kanzlei sehr viele mittelständische Betriebe natürlich auch vertreten und wusste genau, wo auch der Haken ist und wo die Probleme sind. Natürlich habe ich die Rechtsabteilung unserer Firmengruppe damals auch noch mitgeleitet. Ich habe gesagt, nee. Also, und dann hat es aber geklappt. Dann war ich die erste Frau von uns gewesen im Wirtschaftsausschuss. Da waren noch, das werden die Jüngeren, wenn das nicht mehr so wissen, aber es war noch Lambsdorff, das war Stoltenberg in den Zeiten, die alle noch dabei waren. Wenn jetzt da draußen eine andere tolle Frau in der Wirtschaft ist und sagt, ich würde so gern Löwin mal werden, was kannst du da empfehlen? Was muss ich machen? Kann man sich bewerben? Ich weiß jetzt nicht, ob man sich bewerben kann. Ich glaube, man kann Nein. Ja, also ich weiß, dass viele Interesse haben, es zu machen. Das ist uns mal mitgeteilt worden, dass es eine ganz, ganz lange Liste gibt. Also nehme ich schon an, dass sich manche bewerben. Sonst wüssten sie es ja nicht. Ne? Aber es ist natürlich auch eine tolle Sache, da dabei zu sein. Wie viele Drehtage habt ihr im Jahr so? 20 hatten wir dieses Mal. 20 Drehtage. Früh, also die Mädels müssen immer früher antanzen wie die Männer. Mit Maske und so. Also die Männer, die kommen dann irgendwann so um 9:30, wir sind meistens um 7:30 da. Und dann geht es schon bis abends um 8. Uha. Schon lang. Also ist auch anstrengend. Gibt es Ruhephasen oder bist du durchgängig da? Es gibt Ruhephasen, weil wir natürlich vom Arbeitsschutzrecht für die Kameraleute, fürs Team, vom Set die Zeiten einhalten müssen. Also wir würden schon lieber gern durchmachen, dass man das weg kann. Aber es ist natürlich die gesetzlichen Vorschriften, ist das nicht erlaubt. Und dann am nächsten Tag gleich wieder früh wieder in die Maske? Ja. Kurze Nächte, vor allem, du musst dich ja konzentrieren. Ne? Du bist ja wirklich unter Strom. Diese 1 bis 2 Stunden, wo ein Pitch geht, wir haben 6 Pitche am Tag. Manchmal schaffen wir auch nur 5, weil es sehr lang geht. Aber du bist ja permanent unter Anspannung. Klar. Ja, deine Fragen zu formulieren, sich entscheiden, zu kämpfen. Und abends ist ja dann auch noch normales Business, was ein bisschen erledigt werden muss bestimmt. Ja, das macht man in den 20 Minuten meistens. Wir haben dann 20 Minuten Pause. Da müssen wir raus, weil wir dürfen ja nicht sehen, was als nächstes kommt. Wir sind auch in einer anderen Etage untergebracht, wie die anderen Gründer. Und wir dürfen da nicht Aufzug fahren, dass wir die ja nicht treffen. Dann haben wir so immer 20 Minuten Pause dazwischen und dann machst du deine E-Mails, machst du deine üblichen geschäftlichen Aktivitäten. Dann bin ich guter Dinge, dass du uns noch ganz lange bei der Höhle der Löwen erhalten bleibst. Ich habe hier ein kleines Abschiedsgeschenk für dich, damit du an uns denkst. Die Web-Talkshow Bilder.de-Tasse. Das ist ganz, 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 ganz toll. Ich hoffe, sie bekommt einen schönen Platz irgendwo. Ja, super. Das ist eine tolle Erinnerung. Schönes Foto. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, prima, alles Gute. Prima, hat viel Spaß gemacht. Danke. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ja, Aufruf vielleicht. Engagiert euch. Macht irgendetwas ehrenamtlich. Und ihr werdet sehen, ihr habt eine riesen, riesen Freude dabei. Tut was. I'm cool.